Willkommen in Sakia zum Auftakt des großen Preises von Bahrain. Sie können sich auf einen spannenden Abend freuen. Die Formel 1 kehrt heute zu dieser spektakulären Strecke mit 5,4 Kilometer Länge mitten in der Wüste zurück. 15 Kurven bieten viele Überholmöglichkeiten und die zwei DRS-Zonen helfen dabei mit. Es könnte uns daher ein strategisches Rennen in Sakia erwarten, denn hier leiden erfahrungsgemäß die Hinterreifen extrem. Es wird also darauf ankommen, wie die Fahrer ihre Reifen managen können. Heute werden Stefan Römer und ich die Action kommentieren. Stefan, sag uns doch gleich mal, worauf wir uns heute einstellen können. Heute stellt sich für mich die Frage, ob es Überholmöglichkeiten geben wird, besonders bei den schnellen Sektionen. Natürlich haben wir DRS, was bei den Geraden helfen wird, doch das hilft alles nichts, wenn man zu langsam aus der vorigen Kurve kommt oder zu weit hinten ist. Vergiss nicht, auf der Strecke bis Kurve 1 innen zu verteidigen. Mach dich so breit wie möglich. Fahr robust, aber fair. Also gut, sehen wir uns die Startaufstellung nach dem gestrigen aufregenden Qualifying an. Nico Rosberg startet nach seinem ersten Platz im gestrigen Qualifying von der Pole Position. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Vettel, Raikkonen, Max Verstappen und Alonso. Ricciardo, Hülkenberg, Massa und Valtteri Bottas. Button.
verfügbar, wenn du dich höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone befindest. Thank you.
Zusatzhinweis. Wir rechnen damit, dass der Grip deiner Reifen jetzt allmählich merklich nachlässt. Dieser Satz sollte aber noch eine Weile durchhalten.
dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 45,3. Thank you.
durchzudrehen. Lewis liegt hinter dir. Der Abstand zum Hintermann beträgt 17,9 Sekunden. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,42,2. Thank you.
Information zu Gutierrez. Anscheinend konnten sie das Problem lösen. Sein Auto wird schneller. Thank you.
Virtuelles Safety Car auf der Strecke. Langsamer werden und positives Delta beibehalten. Virtuelles Safety Car auf der Strecke. Drossle deine Geschwindigkeit. Unser Delta ist zu niedrig. Damit riskieren wir eine Strafe. Verringere sofort dein Tempo.
Magazin für etwa 4 Runden. Wieder ein historischer Sieg für das brillante Mercedes-Team. Stefan, was war der Schlüssel zu diesem Erfolg? Die Safety-Car-Phase hat heute ohne Zweifel den Unterschied ausgemacht.
Der Schlüssel zum Erfolg war eindeutig, dass sie ruhig geblieben sind und schnell auf die Situation reagiert haben. In der Vergangenheit haben Teams immer wieder zu zögerlich reagiert und so den Sieg verspielt. Aber sie waren entschlossen und konnten sich dadurch einen Vorteil verschaffen. Während das Adrenalin nach diesem ereignisreichen Grand Prix ein wenig nachlässt, kommen hier unsere Top 3 hinaus zur Siegerin. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Nico Rosberg übernimmt nach diesem ausgezeichneten Ergebnis die Führung in der Weltmeisterschaft. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages war. Schwierige Entscheidung, aber ich würde sagen Sergio Perez. Er hat einfach ein Talent dafür, das meiste aus seinen Reifen rauszuholen. Und das hat er heute gezeigt. Nach all der Spannung wäre es verrückt, wenn sie das nächste Rennen verpassen würden. Aber den Fehler machen sie nicht. Wir hoffen, sie wiederzusehen. Also bis dann.